Developer Tools helfen uns nicht nur bei HTML oder bei der Netzwerkanalyse, sondern auch entsprechend in CSS. Und wie genau, erfahrt ihr in diesem Video. So, in diesem Video nur kurz gezeigt, wie uns die Entwickler-Tools bei CSS helfen. Wir kennen ja die Seite, die haben wir letztes Mal so, ja, ich würde nicht sagen schön gemacht, aber die haben wir kurz gemacht und haben ein paar so CSS-Eigenschaften ja, uns angesehen, beziehungsweise wie man eben CSS in HTML einbindet. Und wenn ich jetzt die Entwickler-Tools starte, die DevTools, haben wir ja schon in anderen Videos mehrfach benutzt, dann haben wir hier auch die Möglichkeit, nicht nur den HTML-Code etc. anzusehen, sondern auch entsprechend die CSS-Elemente. Und diese kann ich jetzt nehmen. Ich nehme zum Beispiel mal diesen Text hier und dann sehen wir in diesem Bereich, dass wir eigentlich eine Farbe Green-Yellow hätten. Die hätten wir deswegen, weil das ein P-Tag ist und das von der Styles hier, ja, wir diese Formatierung haben. Also im Styles ist das P-Tag formatiert und zwar so. Und das ist jetzt durchgestrichen, das sehen wir auch, weil wir im Element Style, also direkt beim Element hier, ein Style-Attribut haben mit Color Brown. Und dann sehen wir auch, das ist das, was zieht. Also auch hier sehen wir recht schön, wo kommen welche Styles her und was ist dann schlussendlich wirklich vorhanden oder wird wirklich gemacht. Was wir auch sehen, ist dieser Bereich hier, den wir eigentlich gar nicht angegeben haben, nämlich Display Block, Margin Block etc. etc. Und dann sehen wir hier, das kommt vom User Agent Style Sheet, also vom Browser selber. Das ist das Standard Style. Wenn wir diesen nicht möchten, müssen wir diese Eigenschaften explizit ändern oder explizit überschreiben. Und hier unten sehen wir noch Margin, Padding und Border Elemente, also Abstandselemente. Padding ist der Abstand vom Text sozusagen, vom Inhalt zum Border, zum Rahmen, falls es einen Rahmen gibt, und Margin ist vom Rahmen zum nächsten Element. Und standardmäßig sehen wir, beim P gibt es hier die 16 Pixel Margin. Das ist ein Wert, der hier außen, ja, sozusagen als Abstand definiert wird, und der Border, der Rahmen, der wäre relativ weit beim Text hierbei. Aber sehen wir uns das mal an. Einerseits können wir Folgendes machen. Ich kann hier sagen, Hackerl raus, ja, Checkbox deaktivieren. Und in diesem Fall, wir sehen es hier, er kommentiert es einfach aus hier mit einem Kommentar. CSS-Kommentare sind wie C-Sharp-Kommentare, also die Mehrzeiligen mit Schrägstrich Stern. Und jetzt automatisch greift sozusagen die Formatierung vom P-Tag. Wenn ich das Hackerl wieder reingebe, das, und wenn ich auch das rausgebe, dann ist es die Standardformatierung vom Browser. So, und was wir auch machen können, wir können hier, wie man schon sieht, Elemente direkt ändern. Ich kann hier sagen, du bist nicht braun, sondern Asia. Ja, schön, okay, das ist sehr hell. Dark Blue zum Beispiel. So, jetzt ist es dunkelblau. Ja, wer es nicht glaubt, Red. Jetzt ist es rot. Also ich kann hier auch direkt Sachen on the fly ändern. Das kennen wir eigentlich vom HTML, wo wir auch schon Sachen ändern können. Ja, auch die Abstände mit Margin und Padding zum Border und so. Und wenn ich hier drüber fahre, dann sehe ich auch hier farblich markiert im linken Bereich, ja, hier, das sind die 16 Pixel unten bzw. oben. Ja, wir haben hier 16 Pixel Border Top und 16 Pixel Border Bottom. Und wenn ich hier mit der Maus über Grün drüber fahre, dann sehe ich, hier ist nichts. Und wenn ich aber hier was reingebe, 0 ist vielleicht keine so gute Idee, da sieht man nicht wirklich viel. 10, dann sehe ich auch hier den markierten Bereich 10 Pixel und dann unten die 16 Pixel. Also wir sehen hier gibt es ein Padding, nämlich diesen Abstand hier, der hier erstellt wurde. Das ist das Padding und das Margin kommt erst später. Der Border, hätten wir einen Border, dann wäre dieser jetzt genau zwischen den beiden. Machen wir mal einen einfach Doppelklick hier rein. Border Black. So, One Pix, ups. So, Border One Pick Solid Black. Ja, dann sehen wir hier eben, hier ist der Border. Wir haben die 10 Pixel Padding Bottom. Sieht man auch hier, dass er die reingeschrieben hat. Padding Bottom, der Abstand vom Text zum Border von 10 Pixel. Und wir sehen hier dann vom Border zum nächsten Element haben wir 16 Pixel.
Das heißt, wenn ich etwas Neues hier drunter gebe, dann fängt das erst hier unten an. Und auch das können wir, wie wir inzwischen wissen, hier machen. Wir können hier einfach machen p, neuer Absatz, slash p. Das ist jetzt nur diesmal im Browser, ja, das ist nicht wirklich die HTML-Datei geändert, hatten wir wie gesagt in anderen Videos. Und hier sieht man jetzt, das ist das p, das hat keinen eigenen Style, also zieht Color Green Yellow. Wir sehen hier den Abstand der 16 Pixel nach oben auch. Von dem Margin bzw. auch hier nach unten, das wir auch hätten. Also die Styles hier, ja, die Developer-Tools, die helfen durchaus beim Analysieren, wenn etwas nicht so aussieht, wie es sein soll. Wir sehen hier auch Computed-Eigenschaften und solche Sachen, wo man auch mal sieht, okay, die Color umgerechnet auf RGB, wenn sich bestimmte Sachen berechnen aufgrund der verschiedensten Angaben, dann kann man das auch nochmal sehen. Aber hier herüben hat man sehr schön alle möglichen Themen. Ich kann auch hier dem Element Style was geben. Ich kann hier die Farbe wieder mal überschreiben. Ja, ich kann aber auch Font Size, keine Ahnung, XX Large machen. Dann sieht man, dass er das direkt hier angibt und auch gleichzeitig aktualisiert. Natürlich kann ich auch hier herinnen direkt umschreiben. Ja, kann das wieder weggeben und kann sagen Font Size, keine Ahnung, smaller, ja, dann macht das kleiner als normal. Gut, also nur kurz gezeigt, wie helfen die Entwickler-Tools bei CSS. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.